Schwab, die Anschläge in Frankreich, haben Sie direkte Auswirkungen auf das WEF? Natürlich. Man muss heute terroristischen Aktionen mehr Bedeutung zumessen, aber wir sind in guter Hand mit dem Gastgeberland, der Schweiz, unter Federführung des Kantons Graubündens. Mehr Sicherheitsvorkehrungen als sonst? Sicher. Das Flüchtlingsproblem wird ein ganz großes Thema sein. Wo liegt Ihrer Meinung nach der Schlüssel zur Lösung? Sicher in der Bekämpfung der Ursachen. Und meine Sorge ist, dass das, was wir sehen, nur der Anfang einer großen Bewegung ist, durch die, den zurückgehenden Ölpreis, durch die bevorstehende Wasserarmut in Afrika, können wir mit wesentlich größeren Flüchtlingsbewegungen rechnen. Und die Lösung, wie kann sie lauten? Weiß niemand, einen Kompromiss zu finden und Erhaltung, zur Erhaltung unserer eigenen Kultur, unserer Eigenständigkeit und auf der anderen Seite doch der Notwendigkeit Solidarität für die, die es wirklich brauchen, die bedürftig sind, diese Solidarität auszuüben und zu zeigen. Iran und Saudi-Arabien sind hochrangig hier vertreten in Davos. Sind Treffen geplant? Es sind sicher Treffen möglich. Im Moment möchte ich dazu keine Stellung nehmen. Ein großes Thema ist die vierte industrielle Revolution. Wie trifft uns diese in der Schweiz? Sehr stark. Wir sind das wettbewerbsfähigste Land, gemäß unserem Wettbewerbsbericht. Aber wir müssen alles in Frage stellen, weil diese Revolution wie ein Tsunami auf die Welt zukommt. Das heißt, eine exponentielle Veränderung der Wettbewerbsverhältnisse und die Notwendigkeit für die Schweiz, allen Schwerpunkt auf seine Innovationskraft zu legen. Kann man sagen, im KV-Bereich zum Beispiel sind Hunderttausende bedroht? Ja, weil die ganzen administrativen Berufe werden sicher durch das, was man Intermediation nennt, bedroht. Aber auch Stichwort Uber, Stichwort Airbnb und so weiter. Wir werden also sicher mit weniger Leuten auskommen in der Zukunft. Was müssen Menschen im Büro- und Dienstleistungssektor tun, um nicht durch die Maschen zu fallen? Ich glaube, sich auf die Berufe und die Fähigkeiten von morgen vorzubereiten. Wir haben heute gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem wir im Detail untersuchen, was diese Fähigkeiten von morgen sind. Der Verlust von Arbeitsplätzen trifft natürlich die Mittelklasse stark. Das, haben Sie irgendwo geschrieben, kann ein Problem für die Demokratie werden. Ja, weil die Mittelklasse ist der Träger der Demokratie. Und wenn wir die Mittelklasse aushöhlen, dann werden wir die sozialen Spannungen noch erhöhen, weil der Gewinn aus der vierten industriellen Revolution, wenn wir sie nicht in den Griff bekommen, politisch, geht dahin, dass diejenigen, die die unternehmerischen Ideen haben, die neuen Ideen, die Innovationsideen, die das Kapital haben, die werden profitieren, während diejenigen, die, sagen wir, mehr die Servicearbeiten leisten, werden irgendwie die Verlierer dieser Revolution sein. Wie sieht der Bürojob der Zukunft aus? Sicher werden Sie dort Automatisation vorfinden, Sie werden Roboter vorfinden. Ich glaube, der ganze administrative Bereich wird es wahrscheinlich in der heutigen Form gar nicht mehr geben. Sie sprechen von der kreativen Zerstörung von Arbeitsplätzen. Was ist daran kreativ? Was meinen Sie? Es wird sicher neue Arbeitsplätze geben. Wir werden Roboterreparierer brauchen, wir werden Drohnendispatcher brauchen und so weiter. Wir können diese neuen Berufe noch nicht alle voraussehen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es neue Möglichkeiten der Beschäftigung geben wird. Und vor allem, ich glaube, dass der Bereich des Sozialwesens, der Bereich des Gesundheitswesens in der Zukunft wesentlich mehr Arbeitskräfte relativ zur Gesamtbeschäftigung braucht. Gewinnen wir auch noch etwas außer Produktivität mit der vierten Revolution? Ja, wir dürfen nicht vergessen, was wir schon gewonnen haben. Wir haben bessere Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben Zugang zum Wissen in der gesamten Welt. Wir können uns weiterbilden. Ich hoffe,
dass davon auch letzten Endes die Kultur, die kulturelle Entwicklung profitieren wird. Wo könnte es in diesem Jahr grundsätzliche Lösungen oder Fortschritte geben an diesem WEF? Ich glaube, zunächst einmal der ganze Bereich der geopolitischen Brennpunkte, die wir haben. Wir haben auch positive Entwicklungen, wie jetzt die Integration von Iran wieder in das Weltwirtschaftsgeschehen. Aber eine andere Sorge, die ich habe, die sicher hier sehr stark angesprochen werden wird, ist, wie bringen wir unsere Wirtschaft endlich wieder in Gang? Was wir jetzt erlebt haben an den Börsen, zeigt, dass das Vertrauen in unsere Zukunft noch nicht da ist. Und dass auch durch die vierte industrielle Revolution die alten Rezepte der Wirtschaftsankurbelung, der Produktivitätssteigerung heute in Frage gestellt werden müssen. Hoffen Sie, dass das WEF schon direkt einen Schub gibt? Sicher, weil alle großen Denker, die notwendigen Experten, die notwendigen politischen Verantwortlichen sind ja alle hier.